Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und zwar möchte ich heute das Champions League Mittwochabendspiel Manchester City gegen Tottenham orakeln. Und das Hinspiel ging 1 zu 0 für Tottenham aus. Ich denke mal, dass dass Manchester City das noch packt. Müssten sie, glaube ich, nur zwei Tore schießen, glaube ich. Aber ihr könnt mich ja korrigieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir starten mit der ersten Halbzeit. So, und los geht's. So. Also Manchester City ist zu Hause. So, dann haben wir hier Hoffenheim. Soloi, dann haben wir hier Bürki von Dortmund, dann haben wir von Atletico Madrid Thomas, dann haben wir Embolo von Schalke und hier haben wir von Rom El Charabi und da haben wir schon das 1 zu 0 durch Aguero und die letzten 25 Minuten der ersten Halbzeit beginnen jetzt. Da haben wir Donk von Galatasaray Istanbul. Ach, die hatte ich eben gebraucht. Herrera von Manchester United. Da haben wir Olympique Lyon TT. Oh, da haben wir das 1 zu 1 durch Davies. Ach, das hätte ich auch eben gebraucht. Coutinho von Barcelona. Das hatte ich eben aufgenommen, das Orakel. Und da haben wir noch von Real Madrid Gareth Bale. Und damit endet das die erste Halbzeit. So, da steht es 1 zu 1 in der Halbzeit und wir starten natürlich direkt mit der zweiten Halbzeit. Auf geht's. Da haben wir Belfodil von Hoffenheim. Dann haben wir hier von Valencia Weso. Haben wir von Neapel Ruiz. Da haben wir hier von Paris Saint-Germain Draxler. Dann haben wir von Hoffenheim Amiri. Und, eine Club 100. Mohamed Salah. Eine Club 100 in einem Orakel. Das ist natürlich nice. Nice, nice. Und die letzten 25 Minuten der zweiten Halbzeit beginnen jetzt. Oh, hier haben wir von Bayern München Kimmich und Alaba. Dann haben wir hier von Club Brügge Nakamba. Dann haben wir hier von Monaco Click. Dann haben wir hier von Inter Mailand Vecino. Dann haben wir hier von Barcelona Suarez. Und hier haben wir Sadio Mané von Liverpool. Ja, und das war's mit dem Orakel. Ja. Und das Orakel endet 1 zu 1. Ich glaube, somit wäre Tottenham weiter. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Und korrigieren, falls ich irgendwas falsch gesagt habe. Ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao!